Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Rosebud Challenge. Ich bin Eru Sims und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. So, was wir bisher geschafft haben, also in der letzten Folge hat Rose einen Job angenommen. Und zwar möchte sie dann eine erfolgreiche Malerin werden. Wir hatten auch einen Liebestag, den wir erfolgreich abgeschlossen haben. Und zwar habe ich noch was Wichtiges vergessen. Wir haben nämlich auch Belohnung bekommen. Die haben wir hier im Inventar, also VIP-Eimer. Romantisches Dekor. Ja, mit dem... Sieht vielleicht witzig aus. Kann ich es jetzt so... Ach so, so. Aber ich würde es verkaufen, denn wir brauchen Geld. So, damit der Marvin zu uns einziehen, beziehungsweise zu der Rose einziehen kann, muss ein Haus erkennbar. Wir brauchen auf jeden Fall aber ein Doppelbett. Denn im Moment haben wir Platz nur für die Rose. Wir haben nur ein Einzelbett. Denn wenn der Marvin zu uns einzieht, kommt natürlich auch sein ganzes Vermögen mit. Damit haben wir dann genug Geld, um weiter zu bauen oder unser Haus einzurichten. Ich habe mir gedacht, also jetzt haben wir 1350. Ich habe mir gedacht, dass wir die Rose wieder ein Bild malen lassen können. Vielleicht kann sie noch kurz mit dem Marvin telefonieren. Erstmal machen wir es mal dann mit Marvin telefonieren. Dann können sie ihre Social Media überprüfen und vielleicht noch zu ihrer Instagram Story was hinzufügen. So, wie sieht es eigentlich mit der Bedürfnisse aus? Das sieht gut aus. Gut. Dann malen wir gleich. Kokettes Gemälde, sag ich mal. So, jetzt gehe ich in den Baumodus. Und ich habe auf dem Zettel den Grundriss von einem Häuschen, das ich jetzt bauen möchte. Ich platziere mir hier schon Grundriss hin. Ich glaube, das waren 4x4. Können wir schon Wände ziehen? War das 4x4 oder 4x5? Habe ich was falsch gemacht? Ach, ich war schon wurde verleist. So. So, jetzt haben wir 630. Okay. Wie sieht es hier aus? Da müssen wir kleine Ecke reinklatschen. Das war nicht so gut. So, drehen wir mit dem Punkt. So. Einmal die runde Ecke. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hier muss ich auf 6,1, 2, 3, 4, 5, 6, alles klar. So. Und hier 6. Okay, das sieht doch schon gut aus. Okay. Hier kommen später die Eingangstüren. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich kann die Wände runter machen, damit ihr was sehen könnt. So, jetzt muss hier los ein bisschen fleißig sein. Super, das läuft gut. Wir müssen noch aufpassen mit unseren Blumen. Was haben wir da im Briefkasten? Der Marvin ist am Telefon. Rose, ich brauche eine neue Herausforderung. Ein neuer Job könnte die Lösung sein. Was meinst du? Ja, du solltest deinem Herzen folgen. So, Post holen. Weiterentwicklung. Gibt es nichts zum Verkaufen? Haben wir was im Inventar? Ich schau kurz nach. So. Können wir verkaufen? Die können wir auch verkaufen. Schauen wir mal, was wir Schönes gefunden haben. Du kommst auch weg. So. Wie sieht's mit dem Bild aus? Noch nicht fertig. Also weitermachen. Ja, Marvin ist wieder da. Oh. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe den neuen Job. Okay, dann Glückwunsch, Marvin. Mach weiter so, wir brauchen Geld. So. Die Rose kann dann das Bild verkaufen und sie kann gleich noch weitermalen. Und zwar nehmen wir selbstsicheres Gemälde. So. Können wir wieder ein paar. Ich guck mir kurz die Türen an. Ich hätte gern die von Inselleben. Bin mir nicht sicher, ob ich die in weiß machen soll. Oder auch in braun, so wie bei einem anderen Haus. Ich nehme erstmal braun. So, gibt es noch Geld für Fenster? Das war nicht dieselbe Farbe, ne? Die müssen wir jetzt anpassen. Das war wohl die hier.
Entschuldigung. So, reicht das noch für eins? Ja. Super. Ja, also fürs, also hier wird dann Wohnzimmer sein, da brauchen wir keine Tür, die man schließen muss. Ich schaue gerade, was da so passen könnte. Von der Farbe her. Würde gehen. Okay. So, da sieht schon nach was aus. Habe ich die andere Farbe genommen? Ne, dieselbe. Es kommt nur wegen dem Sonnenlicht. Okay. So, im Badezimmer. Im Badezimmer ein schickes Fenster. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich in dem anderen Haus hatte. Das ist zu groß, oder? Das ist auch zu groß. Ich glaube, das war das. So, ich muss das wieder neben der Tür platzieren, damit ich ungefähr denselben Ton treffe. Das war die Farbe. So. Das hier kommt weg. Da kommen nachher die hier. So. Das sieht doch schon besser aus. Kann ich die so hochziehen? Ach so. So wollte ich es machen. Super. Wie sieht's mit Treppen aus? Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, welche Treppe ich nehmen sollte. So. Mal schauen, ob ich doch die Farbe treffen kann. Geht nicht so. Dann lassen wir es mal so.
Na, das werde besser aussehen, glaube ich. Okay. Ich glaube, mehr können wir uns nicht leisten, oder? Eventuell noch anziehen. Hier kommt die Küche hin. So, mache ich rückgängig, damit sie weitermalen kann. Okay. Dann weiter geht's. Sehr gut. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir bei der Rosebud Challenge auch das Bestreben ändern müssen, aber vielleicht kann ich es umändern, wenn sie dann die Malerin geworden ist, dass wir Bestreben dann ändern. Ich glaube, das war unter Vermögen. Wir werden sehen. Saurus kann ihr Bild verkaufen, dann ab ins Bett. Was habe ich denn hier gemacht? So, jetzt sieht gut aus, ne? Und weiter geht's. So. Einmal Toilette, Zähne putzen und duschen. Genau, Liebestag war erfolgreich. So, Frühstücken machen wir ein paar Eier. Sehr gut, Level 2. Wann muss sie eigentlich zur Arbeit? 3 Tage bis zur Arbeit. Ja, dann muss sie jetzt ordentlich malen. Also, mit Marvin plaudern. Lassen wir die vielleicht ein Bild machen. Ja, ganz toll. Das lassen wir lieber. So. Wir kennen die Pflanzen jeden. Oh oh, wir haben da Käfer. Einmal einsprühen. Sehr gut. Bestrebenliste öffnen. Aufgabe eines beliebigen Bestrebens abschließen. 3 Gemälde in einem Museum betrachten oder bewundern. Ausgezeichnete Gemälde fertigstellen, und zwar 10 Stück. Ja, dann gibt mal schön.
So, ich guck kurz auf den Kalender. Ja, mein Talentwettbewerb, ja, da müsste ich sie aber ein bisschen üben. Vielleicht zu singen oder so. Ja, das Bild sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. So. Mach kurz die Kamera an. Mal gucken, ob wir schön das Bild hinbekommen. Und Stück zurück. Einmal die Taste. Ach, der Marvin steht da. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Also ich hatte ihm Wohnungsschlüssel gegeben. Das habe ich irgendwie, ja. Wollte ich eigentlich nicht machen. So, dann plaudern wir ein bisschen mit dem Marvin. Kishle Henbei? Oh, Ixel! Bon Saba! Moi! Gilna Moos! Totafab! Darzan! Bisschen lustig können wir auch sein. So. Hallo, wo gehst du hin? Bleib doch mal hier. Ach, das ist auch nett, ne? Aha. Jibs. Stogibu, Siwa. Kabla. Sibo, Roshi Thama. Vipin. Ist auch romantisch auf der Toilette, finde ich. Kiss neu. Sibo, Roshi Thama. Vipin. Swag. Pondo. Da kommt der nächste Kandidat. So, was machen wir jetzt? Techtelmechtel wird wohl nichts, ne? Ich habe gute Idee. Das können wir hier schon als Küche vorbereiten. Das wird ungefähr so stehen. Na, bleibt da. Der Kühlschrank kommt hier hin. So, dann schauen wir mal. Das mache ich erstmal. So, Feuermelder. So, das Bett kommt weg. Soll ich eins von meinen Betten nehmen? Oder wollen wir erstmal ein Bett vom Spiel nehmen? Und das kostet 500. Simoleons. Was haben wir da an Komfort? Energie 10, Stress gemildert 10 und Behagen auch 10. Ich habe hier noch ein, das ist genau dasselbe, allerdings für 1000. Finde ich aber schöner. Was haben wir da Feines? Oh, das finde ich auch schnuckelig. Ja. Ich hab immer gern
Welches Bit war das denn? War das jetzt vom Jahreszeiten, glaube ich, ja. Ist zwar 522. Nee, das war das nicht. Oh, jetzt finde ich es nicht auf die Schnelle. Warum nicht? Oder war das doch das Bit? Oh, ich nehme, glaube ich, wieder Inselleben. Nee, nehme ich nicht. Ich weiß, warum ich meine Betten so günstig gemacht habe. Mit den ganzen 10 Punkte auf Komfort und so weiter. Ich nehme erst das günstigere. So, die Bilder, die können wir hier was Bett platzieren. Da kommen bestimmt noch welche dazu. Können wir uns noch Fenster, die sind jetzt natürlich weg. Sind die vielleicht im Hausinventar? Ne. Dadurch, dass ich vorhin die Wände geändert habe, ich habe vergessen, die wieder herunterzuziehen. Also den Fußboden, meinte ich. Okay, dann machen wir nochmal die Fenster. War das die Farbe? Ja, es tut mir leid, ich merke mir die nicht, die, genau. Okay, dann. Wo ist das andere? Das ist schlimm, wenn man so viel Auswahl hat und wenn man was finden will in dem Baumodus. Ja. Das ist die Farbe, genau. Supi. So, das hätten wir. 400 hätten wir noch. Ich würde vorschlagen, dass wir dann ein paar Wände noch ziehen. Geht gerade so. Dann probieren wir das mal, ob das klappt mit Techtelmechtel. Techtelmechtel mit Marvin. Ja, und der steht da. Sehr gut. Versuchen wir ein schönes Bild zu machen. Auf der Baustelle. Schön ist anders. Nehmen wir ein paar Herzchen. Mit aufs Bild. So. Weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. Genau. Verkauf dein Bild und mal weiter.
Ja. Sobald wir alle Wände fertig haben, dort ziehen wir dann. Oh, das sieht doch schick aus, oder? Bis auf den Kühlschrank im Hintergrund. Super. Nein, ich wollte vorhin sagen, also sobald wir die Wände fertig haben, platzieren wir dann Dach. Und dann kann der Marvin endlich einziehen. Somit lasse ich jetzt. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, Foto machen von Marvin. Okay. Kann man eigentlich. Mal nach Vorlage. Ich will den Marvin malen. Ich bin mir nicht sicher, wie man das jetzt macht. Ich versuche es einfach. Ach doch. Dann machen wir das. Sehr gut. So, Marvin, lass ihn mal schön malen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder was denkt ihr darüber? So. In der Stadt findet das Romantikfestival statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.